Wir melden uns aus dem Etihad Stadium. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel aus der Premier League. Manchester City gegen Liverpool. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Liverpool mit dem Anstoß. Durchgang 1. Los geht's. Haaland. Glanzparade von Alisson. Auch das war wieder nur überragend. Ganz alleine. Kein Tor. Alisson behält die Nerven, macht zu. Und das war natürlich eine Riesenchance aus dieser Distanz. Kai Walker. Foden. Rodrigo. Erstmal abgeblockt. Grealish. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Grealish. Das ist es vielleicht. Kein Problem, ganz sicher. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. Henderson gibt den Ballbesitz ab. Ja, energischer Vorstoß. Alisson gehalten! Balleroberung Liverpool. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Jordan Henderson. Vielleicht der Ausgleich. Exzellenter Konter. Das stimmt eigentlich alles. Nur der Treffer fehlt. Ja, war gut gemacht. Und wir sehen, das ist ein Mittel, das zum Erfolg führen kann. Im eigenen 16er. Vielleicht die Konterchance. Kevin De Bruyne. Schirmt den Ball gut ab. Foden hat die Chance. So, Manchester City darf jubeln. Zwei Tore beträgt die Führung. Jetzt sieht also gut aus. Nochmal das Tor, da kommt die Flanke und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Noch ein Tor, sie erhöhen weiter und diesen Vorsprung, den werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Bernardo. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. So, damit sind wir am Ende dieser Partie. Der Sieger ist Manchester City. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Das war gut, was er heute angeboten hat. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.